Und hallo Zuschauerinnen und Zuschauer und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play War Thunder mit Homecop, Sweet Sour und Deupina. Homecop kann Hallo sagen. Nein, ich sag nicht Hallo. Sagt er immer noch nicht. Gut, er sagt immer noch ein Nein. Sarah haben wir leider immer noch nicht auf Skype, weil wir einfach inkompetent sind, das sie zu finden dort. Und tja, wir sind gerade dabei zu diskutieren, welches Tier wir fliegen. Wir nehmen auf jeden Fall den Bomber, wie am Anfang wir schon besprochen haben. Hier sind alle drei. Also. Und zwar, wir haben uns heute was ausgedacht, mal strukturiert, ein strukturiertes Let's Play zu machen. Und zwar gehen wir am Anfang alle mit Bomber rein, in Formation, und versuchen uns gegenseitig mit Bombern zu decken. Wenn wir dann down gegangen sind, gehen wir mit Jägern rein und springen dann auch wieder in Formation. Als ob das klappen wird, also ernsthaft. Als ob aber das hat ja eben schon ein bisschen funktioniert, ne? Ja, bei unserer, wir haben vorhin eine kleine Aufwärmrunde gespielt und dann hat halt Sarah ihre B25 geflogen, ja, okay. Und dann dachten wir uns, weil wir halt so heldenhaft sind, dass wir sie dabei unterstützen. Allerdings hat sie das sehr gut alleine gemacht und dabei ging Homecop drauf. Ja, die hat Raketen abgefeuert, das kann ich doch nicht. Okay. Homecop, hilf mir! Ja! Tot. Von der B39. Aber dafür habe ich die P38G Lightning schön weggehauen. Das stimmt, ja. Dafür hatte eine P38 von mir gefetzt. Ja, Leute, Eine uralte Landschaft, die bisher für Jahrhunderte in Frieden in den Gebirgen Asiens lag. Steht nun zwei verfeindete Bataillen im Weg. Da sie um diese Jahreszeit die einzige überquerbare Passage in dieser Jahreszeit darstellt. So, ich gehe mit einer Ki 49 rein. Mein ist ein MKIC. Premium Bomber. Seh dich. Shit. Verdammt, ich bin schneller. Wer ist schneller, ich oder du? Du. Ich weiß, das ist ein Japaner, du weißt, wie schnell wir sind. Ja, ich hab einen dritten Deutschen. Das ist ein Brite, du belegendes Britisch. Auf ja, aber das ist mit deutscher Technik ausgerüstet. Wow, das ist luftsatt, jetzt beruhig dich mal. Ja, aber da so hat der Trick auf mich runterspringt. Ja, ich mach Kamikaze-Flug nicht rein, nur weil ich Japaner fliege. Siehst du meinen Skin? Leute, sehen wir deinen Skin? Nein. Also habe ich diesen typischen. Ja, den normaltypischen. Oder wo hast du die Veränderung gemacht? Ich habe ein helleres Grün drin, helleres Gelb drin und das Schwarze ist viel aggressiver. Helle, warte. Und am Gelb habe ich nichts geändert. Gucken wir mal. Was ist das jetzt? Ich kann das jetzt nicht unterscheiden. Das ist den Normalskin jetzt nicht so im Kopf, obwohl ich es immer wieder auf Fliege habe. Kannst du es mal so angucken, so sich aus meiner Perspektive, wenn du das Video dir mal anschauen solltest, dann siehst du es ja. Was ich natürlich mache. Hast du da auch irgendwie so Muster drauf oder Deutschlandfahne? Nee, Muster habe ich einfach übernommen von der alten. Also ich sehe die Deutschlandfahne und die Schwedenfahne oder sonst. Ah, okay, ja, die müssen noch. Ja, was sind unsere ersten Ziele? Ah, okay, dann funktioniert das Game nicht. Also ich nehme den hinteren Kontrollpunkt, wenn ich aufmache. Also den, auf den wir gerade zusteuern. Soll ich langsamer fliegen oder kann ich die Geschwindigkeit beibehalten? Egal. Naja, ich flieg was langsamer. Sarah ist eh gleich oben. Ino. Erinnert euch noch an die eine Folge mit Gizmo? Ich weiß nicht mehr welche es war, wo er losflog. Wir versuchen hinterher zu kommen. Ja, er geht auf eine Fokker Wolf drauf. Unser Pilotstück, wie immer. Ja, Gizmo, wenn du das Video siehst, viele Grüße an dich. Ja, schade, dass ich gerade nicht dabei bin. Ja, aber ich bin mir sicher, du hast gerade Uni und sitzt im Vorlesungsraum oder in einem Seminar, in der Übung und denkst an uns, wie toll wir fliegen. Ah. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Weil ich nehme hier gerade mit Homecop auf, wir haben Osterferien oder er, ich nicht. Und ich habe heute keine Uni. Weil die Dozentin im Urlaub ist, glaube ich. Ich weiß nicht, sie ist verhindert, ich weiß nicht, was sie hat. So. Fliegen wir mal mit ausgefahrenen Klappen. Jetzt schon anvisiert. Ich habe 9 500er Bomben dran. 9 500er? Ja. Ich hatte 4 250er, die reichen mir voll aus. Ich habe
Und da geht auch schon der typische War Thunder Chat los. Frücksberry BioCity schreibt Morgen. Boah, da hat mir gerade mal meine Basis geklaut, ey. Zum Glück gehört meine Bomben gerade nach. Also wir haben unsere Bomben auf die Basis drauf, ne? Ja, ich hab losgelassen. Ich guck mal, ob die fliegen. Ja, sie fliegen. Guck mal. Die fallen, die fliegen. Freaking Idiot T47. Freaking Speedhacker. Es die ist fliegen. Wirklich sie fallen. Sie gleiten dahin. Nein, die trudeln. Also meine fallen, weißt du, mit deinem Trudeln, das ist schlecht. Und sie treffen, geil. Nein, geht nicht. Verdammt. Also meine fallen. Ich bin noch daneben. Das daneben gebombt ist dann. Boah, nein, guckt euch das an, wie daneben, wie das daneben geht. Meine sitzen hier, pass auf. Stützpunkt bestätigt plus 110 Forschungspunkte und 1700. Oh, danke. Nein. So schlecht war das jetzt auch wieder nicht. Ich hab meine Bomben ist wieder nachgeladen, deine. Ich hab noch drei. Ja, du hast noch drei, du hast ja alle abgeworfen. Meine Güte, was machst du mit deinen Bomben? Sparsamer als ich mit dem Stroh. Geschwindigkeit kritisch. Irgendwas ist falsch. Ich will nicht abstürzen. Ja, du bist ziemlich weit oben. Ich muss wieder erst anfliegen, damit ich wieder drauf kommen. Ja, ich war zu nah an der Basis dran. Ich muss auch wieder Abstand gewinnen. Ich hab noch 3900. Ne? Und ich gehe ein bisschen runter. Eine unserer Basis wurde zerstört, ich muss weg, ja. Oh, die haben auch welche auf ihrem Plan. Ich finde den Rauch so schön. Wow. Das ist ein schöner Screenshot. Verdammt, jetzt bin ich zu hoch. Na ja. Ich hab die Basis nicht mehr. Ich hab die Basis getroffen, boah, mit allen vier Bomben. Boah, was bin ich doch für ein Pro. Alle vier Bomben haben gesessen. Zerstört von irgendwo einem. Muss ich wieder weit wegfliegen. Also ich mach jetzt die Basis platt, okay? Ja, mach du die Basis platt, ich geh auf deren Stützpunkt. Geh schon auf die nächste los, ja. Ja, es gibt nur noch deren Base. Ich geh da unten. Ich hoffe, die Bomben fallen jetzt richtig, weil ich hab's nur so halbwegs gesehen. Wo ist denn Sarah jetzt hin? Ah, da ist sie ja! Auf deren Stützpunkt, den sieht man ja gar nicht von hier oben, verdammt. Doch, ich hab ihn gut gesehen. Und meine Bomben fallen. Ja, die fallen richtig, hoffe ich mal. Nein, ich meine Airfield. Airfield, das ist zu sehen, das ist erst ein Ziel, wenn hier die Basen kaputt sind. Das war knapp. Ui. Ist auch noch nicht kaputt, fehlt noch eine Bombe. Na, ich hab jetzt einfach mal die Bomben auf gut Glück runterfallen lassen. Also ich muss nochmal umdrehen, die Basis jetzt platt machen. Das lasse ich mich auf die sitzen. Ich werfe jetzt zwei Bomben noch ab, dann muss es gut sein. Boah, ich glaube, ich drin. Boah, fuck, ein aus meinem Team getroffen. Boah, die Bombe war so klar an dem vorbei. Nee, ich hab doch nichts getroffen. Noch so. Eine Bombe. Ich greife mal den Bunker da an. Kann ich mir leisten, noch zwei Bomben. Sagen wir mal, Sarah, helf mit der Blue-Fighter. Mit wem? Der Blue-Fighter, ne? Schafft sie allein, sie ist so gut. Ach, scheiße! Das habe ich wegen dir vergessen, auf den Bunker zu werfen. Geh mal. Zone zerstört! Ja, das waren meine Bomben, die noch gefallen sind. Die sind angekommen. Ich hab Zone zerstört plus 68. Oder ich werfe einfach auf die Panzer da. Das geht ja auch. Ja. Ich tue einfach mal hier so runter. Also, ich füge jetzt mal wieder hoch. Ich hoffe, die Bomben sitzen, also hab jetzt zwei Bomben abgeworfen, ja, auf Panzer. Ich opfere mich. Oh nein, Sarah, oh, eine P1, was ist das für eine Scheiße? Wir fliegen Tier 3 und das haben die Tier 4 P51. Ich bin voll der Pro, weil ich auf Tier 3 mit meiner Tier 4 losgehe. Das Matchmaking ist so ich verdorben. Ich fliege einfach jetzt mal bei Sarah rein. Auch wenn da übelst viele Feinde sind, ich hab nicht einfach Bock darauf zu sterben. Ich geh jetzt mal auf deren Panzer los. Das es war klar, dass er so schreit, ich hab's geahnt. Nehmt das, ihr kleinen Schmarotzer! Keiner interessiert sich für mich! Noch nicht. Müsste eigentlich gleich so losgehen.
Ich bin da gerade komplett durch die rote Basis, also durch die rote Front gesprungen und keiner ist auf mich drauf. Jetzt hab ich jetzt nur zwei Panzer kaputt gekriegt. Sarah hat sich ehrenhaft für uns aufgeopfert, uns zu schützen, und ist dabei gestorben. Ist bis jetzt die letzte unseres Teams. Aber sie hat sich für uns aufgeopfert. Ein dreifaches Hoch auf Sarah. Ella 5, ich will auch töten, ich will auch töten. Komm mit einem Bomber dazu, bitte. You Fighter! Ja, ich seh nicht, You Fighter. Ich sitze an ihr dran, mit Abschusshilfe. Leichter Panzer, so sieht man sich wieder. Wo sind hier die Panzer? Scheiße, ich war zu da. Ah, da war eine Ella 5. Irgendwo drauf halt. Oh, der einzige. Ein Gunner schießt durch den Berg. Na, wenn Abschusshilfe! Wenn er trifft. Und da kommt Sarah zu ihrer Höchstform auf, sie hat einen abgeschossen. Und eine Artillerie. Geht erst auf die Artillerie drauf. Ich geh auf die Panzer los. Solange ich noch überlebe. Sofern du es überlebst. Also du lebst ja immer noch. Das ist seine Höchstform, was das Überleben von Feindbeschuss. Komm schon, dass ich an die Funk hab. Komm, ich flieg zu dir. Komm zu mir, flieg mir Formation. Hab ich jetzt einen Schlag gemacht? Nee, den hat Fox gemacht. Du bist auch abgeschossen worden. Der entscheidende Abschuss. In der letzten Minute, ey. Ja, das ist bitter. In der letzten Minute abgeschossen worden. Okay. Oh, ich hab meinen Stundenplan versorgt mit Schokolade. Boah, ich bin besser als selber. Ich hab grad gesagt, weil sie sich für uns aufgeopfert hat, du Depp. Ja. Trotzdem. So. Das muss geehrwürdigt werden. Aber diese Folge war bis jetzt ziemlich langweilig, findest du nicht? Also bis jetzt nur mit Bomben. Ja, komm mal, lass jetzt mal Jäger. Mit Jäger. Sehr gut, that's the spirit. I want to fly with the fighters. Okay, Level 3, fertig. Ja, dann fragen wir noch, sind wir bereit? Sarah entscheidet sich noch, sie guckt sich noch um. Wir können danach gerne realistisch noch fliegen, dann machen wir noch ein paar danach. Okay. Genau, schreibe ich direkt vorbei. Ja, das können wir eigentlich auch machen. Überbrücken wir die Zeit mit schöner Musik. Naja, auch. Okay, während Sarah umstellt, Ben, pausiere ich kurz dieses Video. Homecock kann dann so lange weiter singen, ist mir egal, nur ihr müsst es dann nicht hören. Und ich melde mich wieder, wenn es hier weitergeht. In diesem Sinne, bis gleich. So, Leute, und da sind wir wieder. Sarah hat ihre Einstellung an der Maschine beendet und wir können nun starten in eine weitere Runde mit Arcade. Rank 3 mit Level 4er Maschinen, wie üblich. Ja, also wir haben alle nur Stufe 3, weil wir ehrenhafte Flieger sind und die Feinde bekommen alle Tier 4. Ist ja bei oder den wir mal Tier 4, das wäre ja auch nice. Ja, ja, mit Tier 4 Flieger reingehen und nur 2 als Gegner haben. Ich habe eine Karte, ich glaube, das war die Kursk-Map. Das war wirklich dann 2 Tage nachdem, dass der Patch rauskam, bin ich geflogen. Und, ja, flog auf Kursk und auf einmal war ich da mit meiner P-51 von den Amis drin und neben mir flog dann eine P-36 und dann flog dann noch eine andere Stufe 2, da waren glaube ich 4 Stufe 2 Maschinen bei uns im Team dabei. Alles total durcheinander, ich weiß nicht warum, wie das so gekommen ist. Ah, du bist B7A2. Boah, ne, jetzt muss ich nach da oben. Als ob ich... Wir greifen nicht deren Basen an, das ist mir scheißegal. Das mache ich nicht, ich möchte jetzt kein Base-Washing haben. Das heißt, du gehst jetzt runter und greifst die Bunker an, Panzer, aber nicht die scheiß Basen. Das, ich hab so die Schnauze voll davon, dass wir immer auf die Basen, dass einer sagt, los, machen wir die Basen platt. Ja, 5 Leute gehen dann auf die los und dann von 3 Minuten das Match zu Ende. So scheiße. Hab ich eben gemacht. Haben wir eben versucht, aber nicht so richtig geklappt. Wir haben, okay, wir haben auch gewonnen, aber es hat ein bisschen länger gedauert. Es war nicht in 2-3 Minuten zu Ende. Es ist wirklich, bevor, es ist ja jetzt ein Patch so gekommen, dass, wie soll ich sagen, dass die Basen in höheren Tiers
mehr Lebenspunkte haben, also dass wir wirklich mehr einstecken. Okay, du gehst runter und wir sind hochgegangen. Ja, mach dir das. Ich geh jetzt runter. Ja, ich komm mit dir. Ich hab hier nur 10, ne, ne, nicht 10 Kilo, ich hab 10, 60 Kilo bekommen. I will follow. I follow you. Deep sea, you. Ella 5, ich glaub die, nein, die hat dich nicht. Die hat sich voll mich verknallt. Oh, putzig. Boah, das wäre jetzt der Tod des Jahrhunderts. Schade. Boah, geil. Das wäre echt der Tod des Jahrhunderts. Oh mein Gott. Ah, ich lebe noch. Ey, der 5F vor mir hat einen von uns abgeknallt. Sind das jetzt 30 mm, die mein japanischer Freund hier schießt, oder was ist das? Ich versuch an der... Ja, versuch ruhig, ich leb noch! Oh, ich leb noch. Meine Bomben sind auch gleich scharf. Verdammt! Aber mein Hack ist ziemlich mitgenommen, das schaffe ich nicht. Ich wusste es. Du bist doch nicht! Ich bin tot. Ja, aber die 406er, die mich jetzt am Arsch nimmt. Ich versuche mal mit meiner F4U reinzukommen. Mit der fliege ich so selten, weil ich mir dafür nicht umgehen kann. Ich weiß nicht, mit der hier, die hat die gleichen Flugeigenschaften wie jede andere, nur halt, ich kann mit den Dschungel hier. Aber die habe ich gekauft und ich kann mit den Dschungel gehen. Das ist doch scheiße. Obwohl, ich denke mal, ich würde die, wenn ich wieder Geld habe, Golden Eagles hier, und ich kann mir den 8. Stellplatz bei Japanern kaufen, dann setze ich die da rein. Weil ich habe so wieder einen Tick darauf, mit den Zeros nur zu fliegen. Aber ab und zu auch mit denen. Mit denen ihrem, soll ich sagen, mit den Landjägern, weil die wirklich eigentlich... Und die hat dafür mehr aus, weiß ich nicht. Also jetzt hier die Ki 61, 84 und so, würde ich auch gerne gleichzeitig fliegen können, wenn ich hier Lust dazu habe. Aber ich möchte unbedingt, wenn ich die Möglichkeit habe, auch Zeros fliegen. Also, kann ich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin nichts getroffen. Zeig. Wo bist du, Alter? Ich bin hier bei unserem blonden Knubbel. Ja, ich komme gerade mit meiner Lieblingsfeuer rein. Ich habe alle das Bild fest, unter dem ich fliege. Ich habe einen Treffer gesetzt. Das war 24mm Kanonen, hallo? Achtung, F an dir. Ja, die knallt gleich voll unten rein. Ah, ich kann. Oh. Das ist eine F2, was soll's? Okay, was heißt hier nur, ne? Die kann auch Schaden anrichten. Ein Abschuss, das hätte ich nicht gedacht. Ha. Oh, ich habe die kurz vorher getroffen und keine Abschüsse bekommen. Das ist bitter. Ja. Ich habe Abschluss gekriegt, das ist eine Premiere, wirklich. Ich krieg das echt kaum hin. Ja, so gut wie nie. Also wirklich, ich gehe fünfmal drauf, um einen Flieger. Also ich gehe mit der Maschine fünfmal drauf, um einen abzuknallen. Jetzt habe ich es wirklich einen Abschluss gekriegt. Oder nicht beschädigt worden, die großartig. Also ich schaffe es nicht sehr oft. Und wo ist Sarah jetzt? Ich bin auf die Panzer ran los. Ich nicht. Ja. Aber das ne. Nein! Ah! Ich lebe noch. Schallweiß. Arschloch. Danke. Nein, ich meine jetzt den Rammer. Oh. Das war ein Verbündeter, ne? Das ist doch noch bitter. Nein. Und ich bin down, ja. Mein Höhenruder ist am Arsch. War eine LA-7. Das war eine I-185. Die können wir auch mal kreuzen, Leute. Sarah verfolgt gerade einen bei uns an der Basis. Gut, ich gehe so unterstützt und ich habe wenigstens Zero. Jetzt, wo die alle auf Dogfights aus sind, die Typen, mach ich jetzt auch. Oh, komm schon, geh in die Schlacht rein. Über unserer Basis hängen so viele Jäger. Und ja, ich weiß, aber ich versuche endlich in die Schlacht reingehen. Haben die irgendeine Verzögerung eingebaut oder was? Ja. Manchmal dauert es länger, manchmal nicht. Ich weiß auch nicht warum. Oh. Und zum Kopf wartet und wartet und wartet und kommt einfach nicht rein. Drück doch nochmal auf OK, vielleicht hat er was falsch geladen. Ja, ich habe einfach nicht in die Schlacht gedrückt. Ein typischer Homecop-Moment, der wartet wie bekloppt und dann kommt es nicht rein, weil er den Schlauch gedrückt hat. Oh Gott! Eine P51 voraus, seht ihr Stufe 4? Seht ihr? Nur Stufe 3 Maschinen in meinem Team, aber... Selbst Sarah ist besser. Oh mein Gott. Was ich hab zwei Maschinen, habe ich mich an der Abschluss beteiligt und keine Abschlusshilfe bekommen.
bin total schlecht hier. Aber trotzdem noch besser. Nein, nein, ich hab grad richtig mies gezielt. Irgendwie diese innere Ruhe weg. Alter. Ah, mein Motor ist... Du kleiner! Senfkorn. Boah! Gott! Ich flieg nie mehr auf eine Maschine direkt auf die Front. Nö, ich hab ja schon mal gesagt, das sollst du sein lassen. Nein, er macht's immer noch. Schaffe ich das? Wird schmerzhaft. Gott, der Bauch, Alter. Ich hab ein Torpedo dran. Ich möchte meine Zero jetzt hier sicher auf dem Boden landen. Oh! Oh. Ah, ich würde immer auf C drücken und nicht hier auf V. Wow, was war denn da? Neben mir ist die Jagd 1B, boah, wie geil die Katze fliegt. Boah, die hat was mit dem Kugel gehabt. Overkill, würde ich mal sagen. Mit Raketen auf eine gelandete Maschine feuern. Das ist doch mal. Very honorable. Das mache ich immer bei, Flugzeugkämpfen. Ja, aber ich war doch schon abgeschossen. Warum schießt du da mit Raketen auf mich nochmal drauf? Das ist doch idiotisch. Vielleicht hat er gedacht, dass er gar nicht. Boah, mein Motor war kaputt, ich stand schräg auf dem Boden, siehst du ja, wenn du das Video siehst. Warum schießt du mit Raketen auf mich drauf? Das ist genauso wie wenn einer bei Team Fortress 2 schon tot ist und du schießt nochmal auf den toten Körper mit aller Wucht drauf. Das ist das gleiche. Also ist nicht so, dass ich das mache, ne? Nein, aber. Da flutschen die manchmal so schön weg, dass die Ja, bei Chivalry auch. Und ich hab jetzt Chivalry Deadliest Warriors. Ja. Wird Zeit, dass da Gizmo und ich was machen, ne? Wo bist du? Hier bei dir. Alter. Mit meiner BF-109 E3. Ja, ich krieg die Fucker Wolf da oben nicht. Die ist zu schnell. Ja. Oh, ich krieg die doch, aber ja, die hängt mich eh gleich ab. Ich nehme Dondier unter mir, die hat sich so gerade angeboten. Die schreit für mich danach. So viel? Achso, da ist die Dondier. Die fliegt immer noch weiter, die fliegt immer noch weiter. Ich hab geschossen, deshalb. Die ist abgeschossen, die ist Geschichte und ich brauch Hilfe. Das ist der King Cobra. Komm schon! Jack 7! King Cobra! Mein Heck ist am Arm, ist wieder weg. Boah, Treffer des Jahrhunderts. Wie ich das hasse. Ich hasse es abgrundtief. Ja, ich hasse es auch abgrundtief. Wer hat gerade von irgendeinem Arschloch? Sag mal, wie oft hast du dieses Wort schon benutzt in diesem Video? Ist unglaublich. Machst du sonst? Keine Ahnung, aber ich werde hier so dermaßen. Boah, ich lebe immer noch. Jetzt verlasse ich das Bild einfach. Wurde es in Brand gesetzt, wurde das abgeschossen? Mal endlich mal eine Abschusshilfe. So, ich gehe jetzt auf deren Bodenziele los, hab zwei Bomben dabei, die sollten was reißen können. Sollten, tun's aber bestimmt nicht, weil ich die total daneben, weil ich die voll falsch setzen werde. Voll falsch. Ich gehe mit einer Wellington rein. Boah, ich hab fast meine ganzen Kriege verloren. Und für was? Für eine Abschusshilfe. Und 307 FP. Krieg ich den? Ich krieg den. Oh, was macht der? Was macht die Tupolev denn da? Oh. Seit wann macht der Tupolev so einen Sturzflug? Das hast du noch nie erlebt. Sturzflug auf einen Jäger drauf. Das ist eine Premiere jetzt für mich. Und der Flugplatz wird angegriffen. Jetzt war niemand einfach da oben. Hier sind total viele. Warum? Die Tupolev hasst mich ja förmlich. Was hab ich dir getan? Bis jetzt noch nichts. Ich höre die Stimme auch noch. Soll ich mal auf die Tupo, der braucht die mit einem Bomber? Mach ruhig, ich gehe jetzt mit meinem Jäger auf den Panzer los. Ja, jag du mit einem Bomber einen Bomber und ich jag mit meinem Panzer, mit meinem Jäger einen Panzer. Ich jag mit meinem. Ah, nein, beinahe ich meine. Bombe geworfen. Aber da ist ein Bunker, dem könnte ich ja was geben. Da kommt die Tupolev schon wieder an. Die hat doch was gegen mich. Frag mich auch nicht was. Ich hab denn nichts getan.
Haha! Ah, wie episch. Ha! Das war. Gut. Nein, das sage ich jetzt nicht. Mies. Das war richtig schlecht, ich weiß. Für dich. Für Sarah war es im Verhältnis auch nicht gerade das beste Match, also. Ja, toll. Eigener Platz im Team. 13. Boah, ich kann für die Viewfighter die Raketen kaufen. Naja, das hat sich wieder gewonnen. Das kann ich leider immer noch nicht. Das stand bei mir ja, ewig. Statistik. Oh nein, ah, mein eigener Platz im Team ist Nummer 1. Oh mein Gott. Cheater. Ja. Freaking Speed Hacker, Aimbotter. 5 Flugzeuge zerstört. 8 Panzer. 2 Abschlusshilfen. Dann hat Cheater. Naja, der Gegner hier. Taiva 68. 9. Jäger. Ein Abschlusshilfen. Ja, das sind diese typischen Typen, die nur auf Jäger gehen. Auf nur Flugzeuge. Genau wie Gray MD. Ich meine, guck mal. Ja, Gray MD hat mich 2-mal weggehauen. Bei uns haben alle Typen, die oben sind, Panzer zerstört. Bei denen kaum. Die ersten 3 keine Bodenziele. Ich hab gar nicht zerstört. Ich hab nur 3 Hilfen. Ja, ich sehe es. Du hast 3 Abschlusshilfen. Sarah hat 6 Abschlusshilfen, aber 3 Flieger ist abgeknallt. Und ab Sarah haben alle 4, 2, 6, 8, 4, 3, 8 Bodenziele. Bei denen 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 8, 3, 1, 1, 0, 0, 0. Also kein Wunder, dass sie verloren haben. Kleine Analyse. So. Okay, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Das Video war, denke ich, auch lang genug für euch in diesem Teil. Ja. Wir und sehen uns dann im nächsten realistisch. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part und tschüss.